Also willkommen zurück zu einer weiteren Indie-Horror-Game. Wir spielen heute Angel Maker. Von dem, was ich mitbekommen habe, ist das ein Game, was sich auf eine dänische Kindermörderin bezieht, was anscheinend der bekannteste Kriminalfall in ganz Dänemark ist, weil da gibt es halt nicht so viele Sachen, die da anscheinend passiert sind. Ich habe es nur in ein paar Comments gelesen, wo Leute meinen, anscheinend irgendeine Frau, die schlimme Sachen gemacht hat. Ich denke mal, der Rest davon wird im Spiel hier erklärt werden. Aber ich kann nicht auf die Optionen gehen, was ein bisschen komisch ist. Ich kann einfach nur starten. Warum gibt es keine Options? Aber na gut. Ein Indie-Horror-Game mit einer düsteren Thematik. Eine Sache, die wir öfters sehr mögen. Kopenhagen 1916. Die erste Nacht. Ich schätze mal, sie von diesem komischen Rumpelgeräusch wach geworden, ne? Suche das Licht der Engel. Okay. Den Schlüssel liegen sehe ich. Ich denke mal, den werde ich gleich brauchen. Okay. Ey, eine Maus. Besser, okay. Blue Diamond Key. Okay. Endlich wach sind wir, oder wie? Okay. Ach, okay, Notiz von unserem Arbeitgeber. Endlich wach, hä? Wenn du noch ein einziges Mal wiederkommst, während du noch Alkohol riechst, werde ich selbst sicherstellen, dass du auf den Straßen endest. Sehr schön. Okay. Ich möchte dich nur daran erinnern, dass ich immer ein sehr netter und großartiger Arbeitgeber für dich war, da ich dich sogar in meinem eigenen Haus habe leben lassen. Ein einziger Fehler mehr und du wirst auf dich selbst gestellt sein. Okay, da ich dich nicht von deinem Schlaf wecken konnte, wollte ich dir schreiben, dass du den Projektor reparieren musst. Ich werde am nächsten Morgen ein paar Kunden hier haben und ich brauche das Teil in einem funktionsfähigen Zustand. Nimm den blauen Diamantschlüssel, wenn man den auch so nennen würde, den ich hier liegen gelassen habe. Er öffnet die Tür zum Wohnzimmer, wo du den Projektor findest. Dann geh ins Lager und hol was auch immer du brauchst, um den Projektor wieder hinzubekommen. Du kriegst das schon hin, oder? Wenn du es geschafft hast, geh zurück in deine Schlafecke. Ich möchte nicht, dass du in meiner Wohnung rumstolzierst, während es schon dunkel ist. Es macht den Kindern Angst, Dagmar. Okay. Von dem, was ich jetzt denke, sind wir wahrscheinlich zu Hause und arbeiten bei dieser Kindermörderin. Ich weiß ja nicht, wie die hieß. Sonst würde ich es jetzt schon wissen. Wenn die Dagmar hieß, dann würden wir es jetzt ja schon wissen. Okay. Interessant. Kann ich jetzt in die Optionen gehen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich kann Türen langsam und schnell öffnen anscheinend. Das Spiel ist eine ganz komische Mischung. Aus gut aussehender Grafik und absichtlich sehr beschissen. Dann guck ich mir die Wand zum Beispiel hier an. Das Licht da sieht gut aus. Komisch. Hold Shift to run. Warum sagst du mir das? Du Arschloch. Okay. Vier Kinder haben im Wald gespielt. Das erste trägt blau und ist in einen Brunnen gefallen. Drei Kinder haben im Wald gespielt. Das zweite trägt rot, hat Angst bekommen und seinen Kopf verloren. Zwei Kinder haben im Wald gespielt. Das dritte trägt grün und Spleen ist, glaube ich, Wirbelsäule, ne? Bin mir echt nicht sicher. Hatte auf jeden Fall sich schwer verletzt. Nur ein Kind spielt im Wald. Das vierte trägt gelb, ist vom Weg abgekommen und ist mein Opfer geworden. Okay. Sehr schön. Jetzt sind sie alle verloren und sind vier Seelen, die im Wald spielen. Wundervoll. Wundervoll. Was eine schöne Geschichte. Was sehe ich da? Nichts. Warte, habe ich ein Inventar? Nein. Okay, also Schlüssel würde ich wahrscheinlich automatisch benutzen, sobald es geht, ne? Keine Ahnung.
Werde ich wohl noch rauskriegen. Kann ich hinknien? Nein. Ein Kinderschuh. Wie schön. Okay, nichts ist offen. Really? Na gut. Hm. Okay. Du hast also eine Resident Evil-artige Wohnung, ne? Okay, finde ich sehr gut. Alright. Noch ein Kinderschuh. Da kann ich mir den von unten anschauen oder irgendwie sowas? Ja, ich würde jetzt sagen, okay, gelb 4. Oh fuck, jetzt muss ich mir aufschreiben. Ich werde mir nicht die Reihenfolge von 4 Farben merken können, plus die zugehörige Farbe dazu. 4 gelb. 4 gelb, okay. Okay, ich auf dem Weg zurück kann ich den anderen Schuh mir anschauen. So lange gucke ich mir erstmal hier um. Da ist ein blauer. Warte mal, war der überhaupt jetzt? Ja, okay, der ist auf jeden Fall. Na, dann war es doch nicht gelb. Fuck. Okay. 3 blau. Blau, okay. Weil ich habe eben auf die Schnalle geachtet. Und ich dachte, das war gemeint. Aber dann wahrscheinlich. Doch nicht richtig. Ich weiß nicht, was am Ende bedeutet. Aber ja, okay. Arge Dastrup, 5 Jahre alt, 12 Kronen. Ich weiß nicht, was das KR bedeutet. Was ist eine dänische Währung um 1916 gewesen? Keine Ahnung. Kronen wahrscheinlich? Hast du die Kinder gekauft oder verkauft? Oh, das wird nicht das Gewicht sein. Das kann kein Gewicht sein. Und die beiden unten haben gar kein Alter. What? Okay. Ja, ist eine Art, irgendeine Form von Liste mit Namen und Bezahlung. Okay, also ist es doch der Preis gewesen. Findest du das nicht komisch, dass sie hier eine Liste einfach da rumliegen hat? Mit dem Alter von Kindern und wie viel die kosten? Was ist das für eine Farbe? Es gab doch gar nichts in der Richtung, oder? Braun? Rot? Schwarz? Keine Ahnung. Ich schreibe einfach mal dunkel drunter. Okay. Sonst wird es einfach das letzte sein per Ausschlussverfahren. Aber na gut. Seltsame Farbe ist auf jeden Fall 4. Ich raus? Nein. Die steht sehr gefährlich am Rand, du. Okay, ein Brief an Dagmar gerichtet. Liebe Mrs. Dagmar Overby, was auch immer. Ich hoffe, dieser Brief wird Sie in einem guten Zustand erreichen. Okay. Ah, doch, ich erinnere mich an die Geschichte. Ich meine, ich weiß, womit das zu tun hat. Okay. Ich schreibe Ihnen, um mich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie meinen süßen Karl adoptiert haben. Okay, unsere Familie hat harte Sachen durchgemacht. Und ist nicht in der Lage gewesen, noch einen weiteren Mund zu füttern. Aber ich vermisse ihn sehr. Ich und mein... okay. Ich und mein Ehemann würden sehr gerne fragen, ob wir ihn einmal im Monat treffen können und dafür 2 extra Kronor, wahrscheinlich Kronen, statt den 11 Kronen pro Monat für sie zu bezahlen. Das ist wahrscheinlich nicht so gut für sie. Ich meine, ich kann mich an den Fall erinnern. Und nicht erinnern, aber ich glaube, ich habe es irgendwann mal gehört. Ich glaube, das war eine Frau, die für Bezahlung Kinder adoptiert hat, Kinder eigentlich nicht mal mochte und dann, ich glaube, dann die Kinder gequält und getötet hat. Und das Komische war in dem Fall, glaube ich, dass manche der Eltern anscheinend sogar ein bisschen Bescheid wussten oder sowas. Ich meine, irgendwas in der Richtung war das. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber ich habe das irgendwo schon mal gehört, glaube ich. Ich brauche eine Toolbox. Ja, die sollte ich vielleicht mal holen. Ist irgendwo ein Schuh, den ich gesehen habe? Nein. Kann ich raus? Nein. Aber ich meine, ich habe das irgendwann mal gehört in irgendeiner Story oder so. Da konnte ich eben reinschauen.
Na gut. Dann haben wir zumindest schon mal zwei der Schuhe und ein paar Briefe. Kann ich hier was aufmachen oder so? Nein. Eine blutige Box, die von der Decke hängt. Alles klar. Was gehört? Das Spiel ist seltsam atmosphärisch. Roter Schuh. Rot 1, okay. Na gut. Na gut. Hier ist, ich meine, guck mal hier, das sieht super, super beschissen aus. Super schlechte Auflösung. Aber, ah, sehr schön. Trotzdem sehr stimmig irgendwie. Sehr, sehr stimmig. Hier müsste irgendwann einfach nur diese Frau auftauchen, man wird sich zu Tode erschrecken. Die Frage ist halt, kann ich das Ding reparieren, dann ist das Spiel zu Ende? Oder soll ich erstmal selbst halt rausfinden, was ich hier machen muss. Was? What? Wait, what? Ich öffne die Türen damit? Okay. Das ist ein bisschen gruselig. Okay, okay, okay. Ich kann damit Türen öffnen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte nicht, dass jetzt irgendwas Übernatürliches hier reinkommt. Aber cool. Mhm. Na gut. Was haben wir hier? Den letzten Schuh. Gelb. Gelb 2. Okay. Dann haben wir jetzt zumindest einen klaren Ort, wo wir hingehen müssen. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Ich habe jetzt nicht mit so typischen Horrorsachen gerechnet. Ich dachte, wir schauen einfach wirklich nur uns im Haus um. Blau sollte das sein. Nee, gar nicht. Grün? Nee, anscheinend war das grün. Mhm. Aber dann ist das Passwort blau. Also 3. 1. 4, 3, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Na gut. Wo war das? Okay. No. Wollte niemand. Ich dachte, ich könnte auch zurückgehen, aber das geht nicht. Ach, Gott damit. 3. 1. Was? Nein? Klar. Hm, 3, 1, 2, 4, vielleicht habe ich die... Was, 6? Wie denn 6? Habe ich eine der Zahlen falsch gelesen? Bin ich dämlich? Ich bin anscheinend dämlich. Vielleicht... Okay, die 4 war wahrscheinlich eine 6 und ich habe es einfach falsch erkannt, ne? Weil wahrscheinlich alles innerhalb von 1 bis 4 war, dachte ich. Na gut. Das ist seltsam. Warum ist das da oben? Seht ihr das? Man kann super klar erkennen, dass das ein 2D-Bild ist hinter dem Fenster. Sehr komisch. Ein Messer, sehr scharf, um durch alles durchzuschneiden. Wieso nimmst du das mit? Ist aber interessant, dass wir erst anscheinend jetzt hinterfragen, was unsere Arbeitgeberin hier macht, ne? Vorher fanden wir es nicht komisch. Oder wir waren einfach zu sehr mit unserem eigenen Leben beschäftigt. Okay.
Ich habe immer ein Messer dabei jetzt. Oh Gott. Lieber Mr. und Mrs. Johnson. Oh, okay. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Karl aus natürlichen Gründen gestorben ist. Ein Dokument von meinem persönlichen Arzt wird bei Ihnen ankommen, wenn Sie das möchten. Wenn Sie meinen Worten nicht glauben möchten. Okay. Seine Überreste wurden verbrannt und vergraben im lokalen Friedhof. Wunderschön. Okay. Ach, damit kann ich das Ding da abschneiden. Got it. Nein, doch nicht. Vielleicht muss ich das da abschneiden. Mal gucken. War das die 6? Ne, das war die 1. Okay, also ich muss irgendwo... Ah, nee, ich glaube, ich weiß noch, wo das war. Das war doch... Nee, gar nicht. Okay, gehen wir nochmal zurück zum Projektor. Der war doch hier, oder nicht? Ja. Okay. Projektor. Was können wir damit noch öffnen? Wie drehe ich den nochmal? So. Okay, hier waren wir nämlich noch nicht drin, meine ich. Haben wir das schon gelesen? Ja, das war das mit dem Karl, wo die gefragt haben, ob sie nochmal sehen können. Ich weiß nicht, welches von euch Bastardkindern das getan hat, aber ihr müsst wohl denken, ihr werdet wirklich clever. Meine Schlüssel zu klauen und sie von der Decke zu hängen, muss wirklich lustig gewesen sein. Aber ich brauche diesen Rubin-Key unbedingt. Wartet einfach nur, bis ich rausgefunden habe, wer von euch undankbaren Kindern das getan hat. Dann wird es euch sehr leid tun. Holt es sofort runter oder ich... Okay, und ich werde... Und ich werde mir überlegen, euch vielleicht nicht für den Rest eures Lebens im Keller einzuschließen. Ich glaube, es ist schon ganz gut, dass sie den Key nicht hat. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Es ist sehr dunkel. What? Fucking damn it. What? Ah. Okay. Es ist sehr atmosphärisch. Das ist ein sehr, sehr, sehr atmosphärisches Spiel und es gefällt mir wirklich gut. Man muss echt nicht viel machen. Einfach nur die Atmosphäre und die Stimmung allgemein in dieser Umgebung reicht wirklich aus, ne? Sehr, sehr gut. Hier bin ich. Aber ich muss weiter durch, meine ich. Nee, fuck. Nee, ich kann durch die Tür durch, wo ich den Projektor gemacht habe, ne? Das heißt, ich muss wirklich... Wo war das denn? Fuck. Ah, nee, hier. Okay, was? Bin ein bisschen verwirrt. Aber na gut, hier ist der Key und wir wissen, wo wir damit hin müssen. Gar nicht die Richtung. Ich glaube, so war richtig. Ja. Diese leicht übernatürliche Note passt irgendwie ganz gut hier rein. Es gibt dem allen so einen kleinen Bonus, wenn man ein bisschen mehr Angst hat vor den Sachen, die man sehen könnte und die passieren könnten. Okay. Okay. Deceased. Harvested. Ach du Scheiße. Okay. Verstorben. Geerntet. Ausgesaugt. Eieiei. Aber hier steht auch, wo sie sind. Basement. Home. Okay, zwei von denen sind gerade noch am Leben. Oh Gott, der wird Alter. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Na gut. Such das Licht der Engel. Und springe in die Dunkelheit mit ihnen.
War es das? Ah, okay. Prototype, okay, es soll noch mehr davon kommen. Ach, ich bin kein Fan immer von den ganzen Demos und Prototypen und bla bla bla. Weil oft versaut man sich damit halt diesen ersten Effekt. Ich finde, viele Entwickler sollten warten, bis sie wirklich eine richtige, volle Version haben von dem Spiel. Und dann hat man einfach eine bessere Version von Game. Weil die wenigsten Leute werden, glaube ich, 2 Jahre später nochmal nachschauen, ob das Spiel jetzt irgendwie weitergekommen ist. Und dann ist es eine halbe Stunde länger oder sowas. Aber ein gutes Konzept und atmosphärisch war das sehr, sehr, sehr stark. Das war cool. Das war sehr, sehr cool. Ich bin nicht genau sicher, ob ich jetzt recht hatte mit meiner... Warum hat das Spiel gerade 5 FPS? What the fuck is going on? Okay. Na gut. Ja, das war Angel Maker. Interessant. Wir wissen nicht, was wir da unten gefunden haben und so. Wahrscheinlich sind wir auch einfach gestorben. Wir sind runtergefallen in ein Loch. Also, who knows? Wer weiß. Aber, gutes Game. Gutes Game. Mit sehr wenig Sound, sehr wenig Grafik, sehr wenig Sachen, die man gesehen hat. Hat so eine sehr gute Atmosphäre aufgebaut. Einfach nur dadurch, dass wir halt ein paar Notizen gelesen haben und so ein bisschen denken können, was die Hintergrundstory war. Aber es hat sehr gut funktioniert. Es hat sehr gut funktioniert, es hat mir gefallen. Okay, schreibt ihr in den Kommentaren, was ihr davon gehalten habt. Ist natürlich wie immer, irgendwann kommt dann eine Vollversion dazu raus oder auch nicht. Ist immer ein bisschen schade. Ich würde bei so Games immer lieber warten, bis die Vollversion draußen ist, dann würde ich die spielen. Aber man weiß halt oft nicht, ob es eine Demo ist. Weil die meisten Horror-Games unter 20 Minuten sind aktuell irgendwie Demos. Und das ist immer ein bisschen enttäuschend. Aber gut, das ist Angel Maker, lasst in den Kommentaren, was stehen, was ihr davon gehalten habt. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bye, bye.